Sehr schön, freut mich, dass wir uns mal live und in Farbe gesehen sonst haben. Sonst immer nur über. Ja, ich hoffe, es klappt. Und da ist der Klaus. Der Klaus drängt sich immer wieder. Tut mir leid, ich dachte, ich sollte das. Ja, du sollst das. Wir sind natürlich auch kurz am Zahnradstand und da habe ich endlich mal meinen Kontakt angetroffen. Erik, hallo. Also, die haben mich erst angegrinst, weil die dachten, was für ein Depp macht mit 2 bis 4, 35, 150 DSLR. Der DSLR war übrigens so mit Spiegel. Kennt das noch jemand? Ja, zweiter Tag Fotopia für mich. Wir sind heute mal ganz entspannt auf der Messe unterwegs. Gestern war ja mein Vortrag. Da habt ihr sicher ein Video gesehen. Ob das heute ein Video gibt? Ja, nein, vielleicht. Müssen wir mal gucken. Wenn ich ein paar interessante Szenen für euch filme, vielleicht ein paar interessante Leute treffe, vielleicht mal auch an ein paar Stände noch gehe und noch mal ein bisschen was mir anschaue und euch mit euch teile, dann würde ich sagen, gibt es ein Video auf YouTube? Wenn nicht, dann, dann verschwindet das auf der Festplatte und wird gelöscht. Und wir gehen jetzt mal zum Stand von Frank Fischer, denn da ist der Thomas B. Jones um 10.30 Uhr mit einem Vortrag dran. Den möchte ich mir auf jeden Fall anhören und dann möchte ich noch bei Tamron vorbei, bei Fuji, bei Sony und so weiter und so fort. Also es wird wieder ein spannender Tag mit mir und mit der irischen Lady, die gerade draußen einen Kaffee am Trinken ist. Also viel Spaß. Und hier sitzen die ganzen Verdächtigen, rum. Warte mal, ich drehe mich mal. Mann, da ist doch der. Ja, super. Das ist der Markus. Komm mal her. Grüß dich. Markus, wir wollten uns eigentlich in Berlin treffen, aber da hatten wir ja diese blöde Erkältung, was einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das werden wir ganz sicherlich in Berlin nachholen. Ne? Super. Und du bist ja auch heute den ganzen Tag auf der Messe. Ja, bin ich. Und hast auch gleich einen Livestream. Du weißt Bescheid. Nee, ich habe es gerade eben gesehen. Ja, ich hoffe, es klappt. Und da ist der Klaus. Der Klaus drängt sich immer wieder. Tut mir leid, ich dachte, ich sollte das. Ja, du sollst das. Hallo. Sollte nicht hier jetzt ein Vortrag sein mit Thomas B. Jones? Ah, um elf, alles klar. Muss sein. Ja, und? Bist du bis jetzt zufrieden? Ja. Ja? Ist echt eine schöne Sache. Warst du schon mal auf der Fotopia oder das erste Mal? Noch nie. Aber kann man machen, oder? Ja, kann man machen. Finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wichtig sind auch so ein paar Kontakte. Ja, also ja, genau, Gespräche deswegen. Führen ist wichtig. Ja, genau. Da hat man hier so Bekloppte, die man trifft. Und die das ist dann, das Allerbeste. Die einen dann zum Porträtshooting auf einmal drängen unten am Hafen. Das war sehr interessant. Und auch sehr anstrengend, glaube ich. Ne? Das Video werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben. Da freue ich mich schon drauf. Ja, das ist ja, ne? Du kennst das jetzt, Back to the Future. Ja, ja, die gefährliche Zeit. Das ist dann die goldene Mitte, weil früher wird es nicht mehr. Genau. Und unser Thema ist ja Geschichten vor der eigenen Haustür finden. Insofern habe ich mir gedacht, Österreich Winkel, kleine Stadt, was kann ich da fotografisch machen? Nichts. Und nimm doch noch nicht alles vorweg, Thomas. Doch, ein bisschen was ist mir da eingefallen. Also ich habe mir einfach mal gedacht, Nachtfotografie ist nicht das, was ich häufig mache. Insofern habe ich mir die Kamera mal geschnappt und mir diesen kleinen Ort bei Nacht angeschaut. Und das Schöne ist ja, wenn man nachts unterwegs ist, man sieht dann dort, wo Licht ist, das zieht unseren Blick ja dann automatisch auf und es fallen einem Läden auf, die man normalerweise eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Mit Wimpel rein, die mit denen auch irgendwie hier Verwirrung stiften will. Also einfach mal die Abstände ändern. Wenn ich sonst nah dran bin, eher weiter weggehen. Wenn ich sonst weiter weg, das ist der größte Schritt, den man machen muss, das weiß ich, ganz nah rangehen. Ja, der war doch sehr interessant, der Vortrag von Thomas B. Jones. Und während ich hier gerade mal wieder gerade an Udo vorbeilaufe, wollte ich jetzt eigentlich mal zum Stand von Tamron gehen und mal schauen, ob die irgendwas Neues in Planung haben für den Fuji X-Mount und mal mit meinem Kontakt bei Tamron sprechen. Denn ich habe ja noch das 1120 von Tamron und das 150-500. Ob ich das auch noch ein bisschen weiter behalten darf und auch mit in die USA nehmen darf, weil sonst müsste ich halt noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil das 1120 wollte ich auf jeden Fall haben.
Dennis kann jetzt eigentlich nicht sprechen, weil er schon mit dem Mikrofon verbunden ist. Ich habe jetzt mein Mikrofon gerade mal für dich ausgemacht. Ja, das ist gut. Dennis ist am Stand von Godox hier am Start. Die ganzen 4 Tage? Ja. Ja? Komplett seit gestern sind wir hier Test and Try, Vorträge und alles rund um die Produkte. Habe ich gestern auf Instagram gesehen. Habe ich gesagt, da muss ich heute mein letzter Tag erstmal unbedingt mal vorbeigucken und mal Hallo sagen. Sehr schön. Freut mich, dass wir uns endlich wir uns mal live und in Farbe gesehen sonst haben. Sonst immer nur über Livestreams. Und, was machst du denn hier? Erzähl mal. Wir sind heute Test and Try. Gestern hatte ich einen Vortrag über den AD200, über die Blitzserie von Godox. Heute sind wir dabei, uns mal die RGB-Lichter hier anzuschauen. Das heißt, wir werden hier kreative Stilmittel aufbauen. Heute haben wir Porträts gemacht. Heute werden wir noch Beauty-Porträts. Und jetzt sind wir gerade dabei, ein bisschen die kreativen Porträts hier umzusetzen. Und das Coole ist, die Leute können halt mitfotografieren, die sollen Fotos hier mitnehmen und sollen einfach Spaß haben. Gut, ich habe meine Fotokamera mal heute im Auto gelassen. Heute wird nur ganz genossen und rund gelaufen. Gestern hatte ich ja meinen Vortrag. War anstrengend genug, aber ich weiß genau, wie du dich dann noch 4 Tage hier fühlst. Also, das ist viel Spaß. Ne? Dankeschön und schön, dass du hier gewesen bist. Ja. Also, wenn es eine Kamera von Sony gibt, die mich teasert, dann ist es definitiv die A7 C2, die ich jetzt hier in der Hand halte. Weil das ist einfach, das ist im Grunde genommen das Format, was ich zum Vloggen auf jeden Fall brauche. Wenn ich mir da den Autofokus anschaue, ja, da sind wir ein bisschen auf der besseren Seite. Da könnte ich mir vorstellen, wenn es auch ganz, ganz viel Geld ist, dass ich vielleicht mal in so eine dekadente Vlog-Kamera investiere. Da waren wir aber wieder beim guten Guido bei Sony und da muss man ganz klar sagen, diese A7C ist wirklich die einzige Kamera, die mich da triggert von Sony. Und boah, ich weiß, also wie gesagt, wenn ich das Geld gerade übrig hätte, würde ich mir mal eine besorgen am Ende des Tages. Jetzt geht es aber wieder zum Stand von Frank Fischer, denn der Klaus ist gleich dran mit den Padawan. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Klaus, ja. Bist du nervös? Nein. Das wird voll, glaub mir. Ja, aber wir haben ein ganz anderes Problem. Ja? Wir haben keinen Techniker, wenn die Lautstärke nicht stimmt. Boah, müssen wir mal gucken. Also wenn ich dich sehe, ja, ein paar bunte Knöpfe, dann... So richtig nicht, aber wenn die Lautstärke bei ihm stimmt... Dann ja, aber wir brauchen jetzt allein schon ein zweites Headset. Ja, wo ist denn der Micha? Der kann nicht, der muss die Hauptbühne anmoderieren. Hier auf der Bühne, der Stefan, aber möglicherweise auch eher bekannt als der junge Padawan. Die Macht ist schon stark in dir, junger Padawan. So. Und Stefan und ich, wir gehen uns schon 20 Jahre. Gute 20 Jahre, genau. Und haben uns entzweit und sind über die Fotografie wieder zusammengekommen. Und ich finde, dass du einen relativ schnellen Aufstieg gemacht hast, sodass dann irgendwann mal der Spruch gedreht war. Genau. Für das war die Vororte Landschaft, das war so mein Ding. Ich bin viel in den Bergen unterwegs, habe ich gedacht, eine Linse reicht. Was war denn mit dem Kick-Objektiv an dem Canon-Ding? Was war denn damit? War das nix? War so ein tolles Foto da gerade gemacht, ja. Hier, schau ich mal. Na toll. Ja, finde ich auch immer noch gut. Und also war das natürlich vollen Herzens meine Empfehlung an den Panel. So, und dazu hat es aber noch nicht gereicht, ne, zu dieser ersten Linse. Ne? Nö, ich war von meinem Equipment total überzeugt. Wurde natürlich jeden Tag jetzt Bescheid, dass ich mir was Neues kaufen muss, weil alles toll ist. Aber weil ich da schon vom Stresspegel durch war. Weil ich jetzt natürlich auch immer den Anspruch hatte, zu gefallen. Ne? Der macht auf Rück. Viele kennen ihn ja auch so aus den Videos. Und das war schon eine schwierige Situation. Ein riesiger Geweih, der röchelt so in die Morgenluft, der Atem kommt so raus und da steht da der Padawan mit 2870. Und dann ist ihm wirklich dieser grandiose Schuss. Also ganz ehrlich, der gehört auf eine Geo-Titelseite. Tja, also ich zeige mal für alle, die sich sehen, da stehen die Hirschlein. Ich musste da rausgehen wegen der Musik und deswegen konnte ich das nicht mehr neu rennen. Ja, Padawan wurde dann ins kalte Wasser geschmissen. Eiskalte Wasser. Also man kann in dem Clip vielleicht schon erkennen, Susi ist hyper. Und leidet vermutlich auch so ein bisschen unter ADHS. Also die ist kaum zu kontrollieren. Sehr lieb, nett, aber halt sehr extrovertiert, sagen wir mal so. Und dankbarerweise hat er mich dann auch sofort mit ihr losgeschickt, weil zeitgleich hat der Klaus hier mit Steffi gearbeitet, die dann mein zweites Schiff war. Nur das Bild ist jetzt von mir tatsächlich.
Und da den Appell einfach mal gerade in der Porträtfotografie, traut euch mal unperfekte Fotos zu machen, die nicht knackescharf sind, aber die vielleicht mehr Emotionen zeigen, auch mal das Unperfekte, war auch mit Nadine. Ich hoffe natürlich jetzt, Dankeschön. Danke, 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 danke. Genau, wie gesagt, wir finden mal noch ein paar Follower auf Insta-Account. Wir sind noch hier im Bereich. Wenn ihr Bock habt, noch irgendeine Frage habt oder jetzt noch eine Frage habt, haut raus. Ah, das ist ganz schön. Aber warst du zufrieden? Ja, 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 aber eine gewisse Unruhe war noch in mir. Ja, ne? Du stehst da, weil du rechnest damit nicht, dass da so viele Leute sind. Ich habe es ja prophezeit. Also das war schon, aber ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt soweit. Die Frage ist halt immer, kommen die Themen an, aber ich denke mir, der ein oder andere hat sich da auch selber drin gesehen, in dem, was er gesagt hat. Ich auch. Das war doch ein schöner Vortrag von den Zweien, mit ein paar technischen Problemen wie bei mir, aber im Grunde genommen war es richtig cool. Ich gehe gerade am Stand von Sony vorbei. Ich schlendere jetzt noch ein bisschen mit euch durch die Halle, gehe vielleicht mal gerade noch bei Fuji vorbei, wo ich jetzt auch gerade vorbeikomme. Und dann werden wir uns nachher noch mal kurz den Mike anhören. Und dann wird das auch dann fast, wird es dann Zeit, Tschüss zu sagen, Fotopia, denn wir haben noch 5 Stunden oder 6 Stunden Autofahrt. Da ist übrigens gerade bei Sony der Christian Laxander live am Start. Wir schauen mal kurz rein. Kurz am Kameran stand und da habe ich endlich mal meinen Kontakt angetroffen, Erik. Hallo. Und guck mal, wen ich noch getroffen habe. Ja, wir waren letztes Jahr auf der Reeperbahn. Ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Habe ich noch eine Erinnerung. Ja, war gut. Hätte ich gerne dieses Jahr auch gemacht, aber ich habe die Frau dabei und wir mussten im Portugieser Viertel essen gehen. Ich habe gerade mit Erik ausgemacht, dass ich die beiden wunderbaren Objektive, das 1120 und das 150-500, mit in die USA nehme, ein bisschen Wildlife mache und natürlich Weitwinkel in Washington DC. Das wird prima. So, während hier ich am Stand von Hahnenmühle vorbeischlendere, da muss ich mich auch mal mit befassen, mit ausdrucken, und rechts von mir ist der Stand von Canon, ja, habe ich noch mal ein ganz kurzes Gespräch mit dem Erik von Tampon geführt und habe mir die Permission geholt, dass ich die beiden Tamron-Objektive, beziehungsweise ich habe mehrere Tamron-Objektive in Einsatz, aber die beiden ausgeliehenen Tamron-Objektive dann auch mit in die USA nach DC nehmen kann. Und das 1120, denke ich, wird sich für Weitwinkel da in Washington besonders eignen. Und Wildlife, da sind die Appalachen und so, und da wird es auch das ein oder andere Video geben, denke ich mal. Und vielleicht wieder Adler am Hudson River. Oder auch da wird es wahrscheinlich Bald Eagles geben. Jetzt gehen wir noch ein bisschen hier durch die Halle, wo die Hauptstage ist. Und dann geht es auch gleich zum Vortrag von Mike Kroner. Kurzer Besuch am Stand von Insta360 darf natürlich nicht fehlen, die auch am Start sind und hier ihre besten Modelle ausstellen, die X3 und die Go3, nach meiner Meinung die eine der besten und interessantesten Action-Cams momentan. Ja?
dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit zusammen, um über die schönste Sache hier mit einer Fotokamera zu reden, nämlich das Fotografieren. Und eine kurze Frage, wird das gestreamt? Nur aufgezeichnet? Okay, also meine Schimpfwörter werden für die Nachwelt dokumentiert. Oh Gott, und das klären wir heute in einer lustigen, hoffentlich sehr unterhaltsamen Art und Weise. Vorher, vielleicht der ein oder andere, der mich nicht kennt, das ist die Firma, mit der ich arbeite. Grolop bin ich und Gerst ist nicht mein Doppelname, der eigentlich nicht gerne vor die Kamera geht, aber auch sehr, sehr, sehr gut fotografiert. Und das ist sozusagen ein lebendes Exemplar eines Gerst. Und ich will jetzt gemeinsam mit allen, die jetzt hier zuhören und zuschauen, so ein bisschen herleiten, warum das meiner Meinung nach ein Überobjektiv ist. Das kommt daher, dass ich so ein bisschen die Schnauze voll habe, wenn ich dafür zu nah an den Lautsprecher gehe. Ich habe so ein bisschen die Schnauze voll vom 10.24-70, vom 5.70-200, vom 80. 50mm 1.4-1.8 oder was auch immer. Und ich finde, das ist sehr wenig innovativ, was hier stattfindet. Und da muss ich jetzt sozusagen auf die ganzen anderen Firmen irgendwie in gewisser Weise zeigen. Weil ich finde, es ändert sich gar nichts. Die Objektive, die vor 20, 50, 100 Jahren gebaut wurden, gefühlt werden immer noch 1:1 gebaut. Halt irgendwie schneller, besser in der Qualität, besseres Flairverhalten und so weiter und so fort. Aber irgendwie, was brauchen wir denn eigentlich in der Fotografie? Und für mich ist das Überobjektiv deswegen das Überobjektiv geworden. Hier mal ein schönes Bild mit der Z8, weil das gibt es ja für Nikon und für den E-Mount, jetzt beides gleichzeitig. In diesem 35mm 150 steckt eben eine Variabilität drin. Und das Interessante bei dem Objektiv, das hier vorne steht, ist, was hier drin steckt, das ist unfassbar. Das sind 35-2.0. Und 35-2.0, ich hab zu Hause eine der dümmsten und coolsten Kameras, die es auf diesem Planeten gibt, eine Zeiss ZX-1. Das ist so eine, also ja, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass Zeiss Kameras gebaut hat. Ja, aber haben sie mal. Das ist gar nicht so lange her. Das ist eine Android-Kamera. Also richtig geil. 35mm 2.0, 6.000 Euro. Also fast so dumm wie Leica. Das war ein Witz. Oh Mensch, hier alle Leica-Fotografen, oder? Also das ist richtig eine dumme Kamera. Aber ein 35-2.0 Objektiv. Richtig schön gemacht. Und damit habe ich unfassbar tolle Bilder gemacht, weil ich diesen Look liebe. Und was steckt noch drin? 150mm 2.8. Das ist ein richtig solides Tele mit Freistellungswirkung. Der Punkt ist, der dahinter steckt, es gab ein paar Leute, die hatten richtig, richtig krasse Festbrennweiten am Start. Ja, scheiße, ne? Der Pilot fliegt seine Tour, die er 30 Mal am Tag fliegt. Da ist nichts mit, kannst du mal ein bisschen tiefer fliegen? Ich habe nur 50mm drauf. Du fliegst gerade für 80. Also, das funktioniert so nicht. Also, die haben mich erst angegrinst, weil die dachten, was für ein Depp macht mit 2 bis 4, 35, 150 DSLR. Der DSLR war übrigens so mit Spiegel. Kennt das noch jemand? Okay. Ja, wie gesagt, wir schauen uns jetzt den Vortrag von Mike an. Und dann werde ich noch ein Fischbrötchen essen und noch was trinken. Und danach werden wir uns dann auf die Reise begeben. Das war mal wieder. Aber da reden wir dann gleich drüber. Eine kleine Abmoderation draußen werden wir dann noch machen. Ich habe gelernt, ich muss ein bisschen lauter sprechen. Versteht ihr mich da hinten alle in den 58. Reihe? Sehr gut. Genau. Weil ich habe die letzten zwei, oder gestern war es so, dass der Ton ein bisschen leise war. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das ein bisschen lauter. Ja, herzlich willkommen. Moin. Mein Name ist Mike Kroner. Bei mir geht es um das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotografie. Das ist laut Quedlinburg. Ja, direkt Quedlinburg. Und das mag ich halt auch an der Schwarz-Weiß-Fotografie, wenn man jetzt mal links diese ja, mit deren Schirm oder wegnehmen, könnte das Bild von Longstrom sein. Das ist diese Zeitlosigkeit in den Bildern. Hier geht es nicht um Orange and Peel oder was jetzt gerade angesagt ist, sondern ich habe halt ein Bild, was ich ja hoffentlich in 30 Jahren noch angucke. Ja, während im Hintergrund der Mike seinen Vortrag gerade hält, ne? Mike Kroner, und seht mal, wie Volles hier am Stand ist, da würde ich auch sagen, schönen Gruß an den Frank. Wir rücken die Container für nächstes Jahr ein bisschen auseinander, weil bei mir war es auch schon recht voll gewesen. Würde ich sagen, können wir schon mal ein erstes Fazit hier ziehen über die Fotopia. War so geil wie letztes Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Noch ein paar Hersteller oder Aktionen mehr und ja, die,
Die Bühne war auch ein bisschen größer wie letztes Jahr, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich weiß es nicht, ob ich es schaffe, nächstes Jahr da zu sein. Es kommt darauf an, wann ich aus Washington zurückkomme. Aber am Ende des Tages war das wieder eine coole, coole Veranstaltung. Diesmal hatte ich die Irish Lady dabei. Und ich denke mal, auch der Freitag hat ein schönes, rundes Video ergeben. Ich habe ein paar Leute getroffen. Ich war bei Tamron, ich war unterwegs, bei Insta vorbei und so weiter und so fort. Ich würde dann auch sagen, vielleicht gibt es gleich noch ein ganz kurzes Tschüss vom Essen. Ich würde mir noch ein Fischbrötchen und ein Kaltgetränk gönnen und dann geht's auf die Autobahn nach Hause. Und während hier der Mike seinen Vortrag hält und hier die Schaufel vorbeiläuft. Ich bin zum Flyer-Verteilen für Donald. Also Abgeordneter. Ja, aber machst du doch gerne, oder? Das mache ich gerne tatsächlich, ja. Sage ich wirklich Tschüss hier für dieses Jahr Fotopia und ihn sehen wir dann auch wieder und schaut mal, was da für Massen am Stand sind. Und jetzt höre ich mir den Rest von Mike seinem Vortrag an. Jürgen Klopp hat mal, als er in Liverpool angefangen hat, gesagt, I'm the normal one und das will ich halt auf. Ihr habt gesehen, was ich 2018 noch gemacht habe. Und nächstes Jahr kommt so der nächste kleine Step. Im April nächsten Jahres werde ich eine Ausstellung, meine erste Ausstellung hier in Hamburg haben. 14 Tage in der Grindelallee mit dem Hamburger Fotografen Oliver Jockers. Ist er hier? Olli, bist du noch da? Oder? Also wir werden dann eine Ausstellung haben. Und Ende nächsten Jahres, 3 Monate in der Leica Galerie in Nürnberg, werden dann da meine Bilder hängen. Ansonsten alles, was ich mache und wo man mich findet, gerne über meine Homepage. Ja, das war ein Schnelldurchgang. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine schöne Zeit hier. Dankeschön. So, da stehen die Ladies. Ja, ich melde mich noch mal ganz kurz vor den Toren der Fotopia. Freitag, 2 Tage reichen mir grundsätzlich. Meine Frau, das war ein Experiment, die mal mitzunehmen auf so eine Messe. Hat sehr gut gefallen, der irischen Lady. Und sie wäre am liebsten jetzt tatsächlich noch einen Tag länger geblieben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass in St. Pauli Festival war und dass er mit dem Mike, seiner Lebensgefährtin, einen schönen Partner, einen Buddy gefunden hat, mit der sie die Messe verbringen konnte, weil ich war doch ziemlich viel unterwegs und habe für euch gefilmt und auch ein paar Connections, ein bisschen Networking betrieben. Es war wie immer sehr gut. Es war sogar nach meiner Meinung ein Ticken besser wie letztes Jahr. Auch ein bisschen mehr los wie letztes Jahr in den ersten 2 Tagen. Ich hoffe, wie gesagt, dass sich das etabliert. Und wir gehen jetzt auf die Autobahn. 500 Kilometer Richtung Koblenz. Und ich hoffe, ich bete auf keinen oder nur wenn, dann bin ich ganz wenig Staus. Und ich bin mal gespannt, wann ihr das Video hier seht. Also Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bald geht's nach Washington und dann gibt's Videos aus der Bundeshauptstadt der USA. Ich bin schon gespannt und auch ein paar interessante Fotowalks hoffe ich. Also Leute, macht's gut, haut rein und tschüss.